Ja, liebe Freunde, was gehört zu einer Geburtstagsparty? Gehören ja viele Sachen dazu, zum Beispiel nette Hallo? Hier, junger Mann, Sie werden entschuldigen, aber es ist jetzt wirklich ein bisschen unpassend, hier im Blaumann direkt hier die Veranstaltung zu stören. Nee, ich war hier auch nicht entschuldigen. Ich bin hier. Es ist 6:30 Uhr. Ja, und? Um 6 Uhr wollte ich eigentlich schon zuschließen. Was ist denn hier los? Das hat mir Unkenner gesagt. Junger Mann, was macht ihr hier? Junger Mann, nach was sieht's denn aus? Es sieht aus wie ein... Leute, das sieht aus wie Leute. Ja, und ist doch schick. Mann, hey, hallo. Jung. Ich habe gewerkschaftliche Pause von um 6 Uhr bis morgen früh. Und dann habe ich Frühdienst. Ja, dann geh halt. Geh nach Hause, guck Fernsehen. Nee, die müssen raus hier, sonst kann ich nicht. Ich bleib da! Was macht ihr hier? Ihr müsst doch einen Grund haben, warum ihr hier drinnen sitzt. Guck dich um, ja? Überall 50. 50, 50, 50. Brauchst du nicht addieren? 50. 50? Ja, machen wir hier. Das sind mehr als 50. Guck mal, wenn ich dort schon zähle, das sind viel mehr als 50. Das ist ja zum Gruseln mit euch. Und der Spuk fängt schon beim Fernsehen an. Der Spuk kommt schon beim Fernsehen schauen. Noch immer suchen Bauern Frauen, die nicht bei der Arbeit stöhnen und den Hausherrn nachts verwöhnen. Das kommt jedoch sehr selten vor. Und wenn, dann nur mein Bachelor. Der hat Weiber haufenweise, die Bauern nicht. Was für eine Scheiße. Doch sind die Weiber ziemlich doof, die passen zu den Jungs vom Hof. Doch Bauern sind nicht alle Bläde. Einer schrieb gar diese Rede. Dieser Bauer, der ist schlau, hat jahrelang dieselbe Frau. Was man erträgt auf dieser Erde, da kann's einem Angst und Bange werden. Das halte ich gar nicht gescheit, dieselbe Frau auf lange Zeit. Trendy ist, wenn man sich trennt und auch mal mit einer anderen pennt. Der Mann von Sylvie van der Vaart hat auch nicht lange ausgeharrt. Sowas finde ich gar nicht nett. Getrennt sind auch von Tisch und Bett Christian Wulff und sein Petitchen. Bitty Platsch und Schnatterlinchen sind vielleicht als nächstes dran. Und Schnattel nimmt den Kachelmann. Der kann doch nur ein Guter sein. Er reicht sein Opferabo ein. Was abgeht hier auf dieser Erde, da kann's einem Angst und Bange werden. Und wo wir gerade bei Trennung sind, das ist der preußenliebstes Kind. Der Flugplatz und der Wobereit, die sind auf Dauer jetzt entzweit, denn der Matthias Platzek nahm ihm seinen Platz weg. Ein Airport soll dort entstehen, der größte, den man je gesehen. Vor Baubeginn war schon bekannt, er solle heißen Willy Brandt. Es müssten jetzt schon Flieger starten, doch darauf kann man lange warten, weil er wird erst umbenannt in Flugplatz Willy Brandt Schutzwand. Was das angeht, dort auf Preußes Erden, da kann's einem Angst und Bange werden. Wenn der Willy Brandt das wüsste, er würde huppeln aus der Kiste. Doch würde er zurück schnell rennen, lernte er den Steinbrück kennen. Mit seinem volksverbundenen Wesen macht er Wahlkampf für den Besen, den die ganze Welt schon kennt und den sie zärtlich Angie nennt. Politiker, das ist bekannt, stehen gern mit dem Arsch zur Wand, um sich in wenig Arbeitsjahren einen Haufen Kohle anzusparen. Und, das finde ich nicht zum Kichern, Geld fürs Alter sich zu sichern. Denn steckt der Karren erst im Dreck, dann sind die Volksvertreter weg. Ja, es wird verarscht, das Volk auf Erden, da kann's halt Angst und Bange werden.
Nun kommt die Wahl zum Bundestage und da stellt sich die Spendenfrage. Denn nach wie vor regiert das Geld, das Geschehen auf unserer Welt. Und wer den Doktor kräftig spielt, ja, der wird halt früher operiert. Ja, und schneller ist sie frei, die Bahn, für ein gespendetes Organ. Egal ob Leber, Nieren, Herzen, sowas finde ich nicht zum Scherzen. Ein Organ im Ausverkauf, da hört bei mir die Freundschaft auf. Was abgeht hier auf dieser Erde, da kann's ein Arzt oder Backe werden. Damit die Erde später endet, wird die Energie gewendet. Atomkraftwerke sind geschlossen. Ja, die haben es lang genug verdrossen. Sonne, Wasser und der Wind, sogar die Scheiße von dem Rind. Diese Energien sind neuer. Und was neuer ist, ist teuer. Mir geht jetzt ein Lichtlein auf. Da kamen die noch nicht mal drauf. So schnell wie ein Mercedes-Benz fährt doch auch der Armstrong-Renz. Ein paar Dynamos an sein Rad und dazu den langen Draht. Kilowatt ganz ohne Zahl tritt er erst richtig ins Pedal. Doch da sei man auf der Hut, denn Eigenblut tut selten gut. Ja, was hier gedopt wird auf der Erde, da kann's ein Ast und Backe werden. Doch nach all den Nörgeleien wollen wir doch optimistisch sein. Der Öffentlicher ist ganz schön schlau, lädt ein zur Landesgartenschau. Dass er das Leben kann genießen, das hat er öfters schon bewiesen. Die Stadthalle, oh, welch ein Kraus war auf dem Weg zum Geisterhaus. Doch nun ist sie erfüllt von Leben, darauf lasst uns einen heben. Diese Bütt ist in der Tat, ja wahrhaftig kein Plagiat. Sie entstand nicht durchs Zitieren, sondern beim Genuss von Bieren. Es ist nicht alles schlecht auf Erden, darauf kann jetzt getrunken werden. Danke, Charlie.